Ein monumentales Hallo an alle Make-up-Kreaturen und an alle, die es werden möchten. Hi, mein Name ist Mickey Monumental, Beauty-YouTuber aus Österreich, aus Wien. Willkommen auf meinem Beauty-YouTube-Channel. Ich filme heute das Intro im Nachhinein, nachdem ich das Video und den Look eigentlich beendet habe. Und es fühlt sich so falsch an. Das heutige Video ist sehr interessant. Es ist einiges schiefgelaufen. Ich war sehr angepisst, sehr sauer. Ich musste mir das Gesicht abwaschen gehen. Ja, heute stelle ich dir die Sensitive-Linie von einer von meinen absoluten Lieblingsmarken aus der Drogerie, nämlich von Trended Up. Trended Up hat eine zweite Linie, nämlich die Sensitive-Linie. Ich habe da einiges gekauft und ich habe mir gedacht, ich zeige dir das einmal. Ich hatte das eh vor ein paar Wochen auf Instagram in der Story erwähnt, dass ich hier zugeschlagen habe. Also einiges. Eigentlich wollte ich dieses Video auch gar nicht heute drehen. Es wäre in meiner Reihenfolge nach zwei weiteren Videos dran gewesen. Aber alle Trended Up Sensitive Produkte sind momentan im Angebot. Alle Produkte sind mit minus 20% vom 8.3. bis zum 14.3. Deswegen habe ich mir gedacht, ich wollte euch die Produkte eh zeigen. Ich mache jetzt noch ein Video dazu, weil sollte euch was gefallen, die Produkte sind sowieso günstig und noch einmal minus 20% on top. Ich glaube, das ist nice. Also bis zum 14.03.2021. Solltest du dieses Video in der Zukunft sehen, I'm so sorry, not my problem. Das Video ist leider nicht geschmeidig gelaufen. Ein paar von den Produkten waren eine komplette Katastrophe. Also viel Spaß dabei. Schau mir zu, wie ich an ein paar Stellen gleich verzweifle. Schaut gleich ein bisschen anders aus, oder? Einen Primer direkt habe ich nicht, aber ich habe ein Sensitive Aloe Vera Face Oil. Ich habe zwar jetzt eine ölige Haut, aber ich werde das aus Spaß trotzdem verwenden. Wir können sicher einen schönen Glow-Look kreieren, also solltest du eine trockene Haut haben. Ich mache das jetzt bewusst so bescheuert wie die anderen Beauty-Influencer und tropfe mir das so direkt aufs Gesicht. Also wie gesagt, ich bin sparsam, weil ich bin ja ölig. Riecht nach nichts, riecht einfach nur nach Öl. Und es ist auch ein klassisches Öl, es ist kein Dry Oil oder sowas. Als Make-up-Option hätte ich einmal Sensitive Balanced Cover Make-up mit einer Pipette auch wieder oder eine Sensitive CC Cream. Ich will heute ein bisschen mehr Effekt sehen, also nehme ich mir die Sensitive Balanced Cover Make-up Foundation. Hallo? Tada! Fertig! Ich brauche einen Spiegel. Riecht ein bisschen nach Germteig. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein harter Fail. Könnt ihr das sehen? Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob die Foundation scheiße ist oder ob sich die Foundation mit dem Öl nicht greift. Aber das sollte es ja, weil es ist eine Linie. Also wir haben ein Problem. Oi, das ist so eine Schweinerei. So, ich versuche das Ganze jetzt noch einmal ohne dem Öl. Deswegen bevorzuge ich eine Foundation mit Spender. Was zum Teufel ist los? Das ist auch das erste Mal, dass mich Trended Up im Stich lässt, weil eigentlich sind die Produkte von denen wirklich gut. Probieren wir die CC Cream aus. Was zum Teufel ist heute los? Die CC Cream macht nichts außer mich fleckig. Die Farbe oxidiert ins Derbste. So, ich unterbreche jetzt einmal das Video. Ich gehe mir die Fresse waschen. Ich gehe das Zeug hier runter waschen, weil ich gebe mir nicht weiter. Ich werde immer rosaner, oder? Nein, die Törnprodukte funktionieren gar nicht. Also sowas von gar nicht.
Ich gehe mir jetzt den Dreck runterwaschen, werde mich im Badezimmer mit meinen normalen Standardsachen schminken. Also ich mache mir meinen Teint mit meinen gewohnten Produkten und komme zurück für die Lippenprodukte und für die Augenprodukte. So, nachdem ich wieder zurück bin und alles abgewaschen habe, fühle ich mich besser. Die Teint-Produkte sind eine totale Katastrophe. Ich habe jetzt meine Sachen drauf. Das Puder habe ich noch ausprobiert. Das Puder war safe, das Puder war okay. Und das Rouge habe ich auch drauf. Vielleicht ein bisschen zu viel, aber prinzipiell gefällt mir die Farbe. Das ist wunderschön. Ja, also im Teint-Bereich diese zwei Sachen, die flüssigen Sachen. Schauen wir uns einmal die Augenprodukte an. Vielleicht können die noch was retten, aber meine Stimmung ist gerade. So, das scheint jetzt zu funktionieren. Das ist der Lidschatten der Farbe 20. Das ist so ein Kupfergold. Die Lidschatten funktionieren, die sind safe. Also wenn du softe, einzelne Lidschatten suchst, die haben hier welche. Sie sind von der Pigmentierung her wirklich sehr ruhig und gedämpft. Ich glaube, zwei weitere hellere Farben waren noch im Sortiment. Aber sehr ruhige Solo-Lidschatten. Ja, wenn du den safen, langweiligen Look möchtest, das machen sie. Dann gab es noch so einen Kajalstift in Braun, Kupfer, Gold. Also sieht interessant aus. Kajalstifte und Konturenstifte hatten sie noch viel mehr, aber das waren die einzigen, die ich finden konnte, die nicht geswatcht waren. Also ich hätte da mehr kaufen wollen. Bio ist nett, aber im Endeffekt eher ein metallisches Braun. Und jetzt wird es spannend, denn sie haben auch einen Sensitive Liquid Eyeliner. Also heute läuft irgendwie alles schief. Der Liner an sich ist gut. Der Liner ist wirklich gut. Ich mag den Applikator. Ich mag diese, also wenn du einen Liner suchst mit Pinselhahn. Der ist supi. Das Auge bei mir ist kleiner, das ist größer und ich habe geschafft, den Liner so zu ziehen, dass ich das Auge hier optisch noch kleiner gerade gemacht habe. Kann man das erkennen? Kann man das sehen? Mal schauen, ob wir das mit der Mascara retten können. Ich glaube schon. Die habe ich schon einmal ausprobiert und die Sensitive Mascara, die ist gut. Jupp, Mascara ist gut. Lippe, nehmen wir uns den Lip Liner 150. Ich hoffe, irgendwas von den Farben passt da auch dazu. Lippenkonturenstifte sind fantastisch, schön weich, gleiten, man muss nicht aufdrücken. Es ist gleich da, also Pluspunkt dafür. So, Lippenstift, ich habe keine Ahnung. Das sieht schön aus und das würde auch passen. Das ist die Nummer 30. Ein sehr kühles, muffiges Pink, die Nummer 30. Interessant und nice. Dann gibt es noch diese Lip Butter, hochglänzendes Lip Butter, bla 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 bla. Irgendwas. Knallen wir das doch drauf und top. Wieso nicht? So, hier werden wir aber den Applikator nicht smutzig machen. Wir nehmen uns Lip Liner Pencil. Oh ja, das ist ein bisschen dunkler geworden, aber gut dunkler. Du Miststück. Heute läuft alles schief. Gab es da nicht einmal diesen einen Song von Blümchen? Heute ist mein Tag, heute ist mein Tag, heute ist mein Tag. Schmeißen wir noch ein bisschen Rouge drauf, damit ich noch mehr nach Straßenmädchen ausschaue. Okidoki, das ist der finale Look. Gemischte Gefühle, sehr gemischte Gefühle. Normalerweise habe ich mit den Trended Up Produkten immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Das ist heute das erste Mal, dass was schiefgelaufen ist. Überhaupt, dass was schiefgelaufen ist. Allgemein seit ich filme, dass ich was habe abwaschen müssen, weil es so grotesk war. Also zusammengefasst, die flüssigen Teint-Produkte, Katastrophe auf keinen Fall.
Von den Teurprodukten, die trockenen Sachen sind gut. Also sprich, das Puder und das Rouge ist richtig, richtig schön. Die Augenprodukte auch so lala. Die Lidschatten sind ein bisschen langweilig. Die Kajalstifte sind auch ein bisschen langweilig. Der Liner ist richtig gut. Der Liner gefällt mir sogar richtig, richtig gut. Mit dem konnte ich schön präzise und sauber malen. Und die Mascara ist auch gut. Totaler Gewinner für mich sind die Lippenprodukte. Der Konturenstift war urweich. Der Lippenstift war schön cremig, geschmeidig und wirklich gut pigmentiert. Schaut euch einmal das an. Das ist der Lippenstift in der Nummer 30. Und die Lip-Butter-Geschichten sind auch sehr stark pigmentiert eigentlich. Schaut mal. Okay, das war's von mir für heute. Das Video war nicht so geschmeidig wie geplant, wie erhofft, aber hey, shit happens und es kann nicht immer alles gut laufen und es kann nicht immer jedes Produkt gut sein. Es gibt manchmal Tage und es gibt manchmal Produkte, die einfach zum Kotzen sind, wie in dem Fall. Ist einfach so. Vergiss nicht, ein Like da zu lassen, über das würde ich mich sehr freuen, das würde mir sehr viel bedeuten. Und wenn du Lust und Laune hast, kannst du mich hier auch noch weiter stalken auf Instagram, TikTok und Facebook. Und wie immer zum Schluss, ich habe keine Ahnung, zu welcher Tageszeit du dir dieses Video anschaust. Sollte es tagsüber sein, wünsche ich dir einen monumentalen und erfolgreichen Tag. Sollte es abends sein oder kurz vorm Schlafen gehen, wünsche ich dir einen monumentalen Abend, monumentale Träume. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bye!